Okay, folgendermaßen, das ist der Stand. Wir befinden uns in Welt 4 am Ende. Das heißt, die Level werden schwieriger in Gabel 2. Willkommen zurück zum Projekt. Wir werden uns einfach mal zu Beginn mit einem Piratenlevel beschäftigen, welches da heißt Schrumpf. Das habe ich im letzten Part übergangen, weil ich die Befürchtung hatte, dass es hier um die falsche Steuerung geht. Und da ist sie sogar schon. Also ich lag richtig. Was ist denn? Achso, es schießt nur hier, alles klar. Ah ja. Wir müssen, um weiterzukommen, die kleine Fähigkeit bekommen. Das heißt, genau abpassen, wenn er schießt. Und zwar jetzt. Perfekt, perfekt. Besser konnte man nicht springen. Plus 2, super. Bis hierhin schon mal super. So, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns nämlich an verschiedenen Wegen durchbegeben und dürfen natürlich nicht geschrumpft werden. Okay, und dann können wir hier runter. Und dann geht es darum, den Schraubenschlüssel zu schieben und dabei der jeweiligen Fähigkeit, die hier klein ist, auszuweichen. Bis hierhin ist aber alles okay. Komm, ausweichen. Wo müssen wir eigentlich hin mit dem Teil? Ah, einfach weiter. Da wollte ich mich gerade ducken, aber ist nicht schlimm, wir haben es geschafft. Sehen wir hier ganz kurz, wie er groß war. Okay, kümmern wir uns einfach mal ums Rechte. Ich konnte ja nicht springen, sobald ich klein bin. Das heißt, für den Speedrun ist das natürlich ein Schicksalsschlag, wenn man hier von dem Kleinen getroffen wird. Für mich ist es jetzt nicht schlimm, weil es zieht kein Leben ab. Okay, go, go, go. Schnell, schnell und ab geht's. In Sicherheit. Safe Point. Jetzt schnell. Ich wollte gerade drauf springen, ist auch nicht schlecht. Ich komme hier immer wieder klein an. Aber es ist ja klar, ist gar nicht so leicht. Vielleicht hätte mich dann nochmal in Sicherheit springen können. Und hier habe ich es auch gemacht, ich sehe es gar nicht jetzt. Okay, hoch, runter. Jetzt können wir wieder schieben. Ist genau abgetimt, wie ihr seht. Alles in Ordnung. Jetzt, diesmal kam er jetzt groß an, das ist ja wunderbar. Jetzt ist hier nämlich offen. Und jetzt müssen wir nur noch mehr oder weniger zum Ziel. Was müssen wir machen? Einfach gerade durch, oder? Ja, gerade durch ist schwierig. Nice, räumen sie einfach alle ab. Räumen sie, egal, scheiß auf Verluste. Scheiße, wir müssen klein werden, ne? Aber jetzt sind die Minen ja weg, das heißt, wir können nicht mehr verlieren. Ey, ey, ey. Ich meine, kann man mit dem Level überhaupt sterben? Ich glaube nicht, weil das waren ja die einzigen Minen, aber man hat auf jeden Fall den Rekord an Bestleistung hiermit versaut. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Was mich richtig genervt hätte, wäre, wenn wir das nochmal hätten machen müssen, weil ich einfach die Steuerung nicht hinbekommen hätte am Ende. Und in 5 Minen, aber es waren ja nur 4, gerast wäre. Heieieiei. Ein Level, der echt fies ist, weil die Steuerung, die kriegst du einfach nicht so schnell raus. Jedes Mal, wenn dich das trifft, ändert sie sich instant. Das heißt, ihr habt keinen Cooldown oder sonst was? Nee, gar nichts. Okay, folgendermaßen. Wir haben einen Teleporter. Und mit diesem Teleporter bekommen wir die Kontrolle über diese Kugel. Und solange wir groß sind, sind wir auch als Kugel unbesiegbar. Ich versuche mich jetzt hier ganz schnell durchzuquetschen. Junge, Junge, Junge. Mach. Go for it. Go for it. Okay. Wir sind angekommen. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur wieder aus dem Level raus. Genau so nämlich. Und jetzt komm. Nein. Ja, ja, ja. Ey, wir kommen hier mit 0 Leben an. Ernsthaft. Haben wir ein Schwein bei sowas? Das war auch fies. Ich kam nicht durch diese Stachelviecher durch. Die standen alle im Weg. Aber ist nicht schlimm. Aber ich finde die Mechanik von dem Level fand ich jetzt auch ganz gut. Um nicht zu sagen, ist ziemlich genial gemacht. Aber das kenne ich ja von Gabel inzwischen noch. Auf und nieder. Die Mechaniken der Level sind abwechslungsreich. Verschiedenste Arten. Aber zum Teil auch sehr schwierig. Wie das hier.
Weiß nicht, ob wir das auf Anhieb schaffen werden. Bisher treffen sie mich nicht. Ich weiß gar nicht warum. Weil ich würde fast vermuten, dass sie mich ganz leicht treffen. Aber vielleicht wird es auch von Ebene Ebene schwieriger. Und ja, direkt schon mal einen Treffer kassiert. Einfach die Devise heißt, im Zickzack sich bewegen. Ich denke, dass das die Devise ist. Ich kann hier auf jeden Fall nicht auf nichts achten. Sorry. Ich muss einfach durchfahren. Und hoffen, dass mich hier auch nichts trifft dabei. Die Taktik muss ich mir erst dann überlegen, wenn es bei diesem mit dieser Methode nicht funktioniert hat. Und bisher laufen wir perfekt damit. Perfekt, und da wird er wieder getroffen. Ist klar, und da wird er nochmal getroffen. Ich merke schon, das obere hier ist gar nicht so schwer. Aber ich glaube, hier oben treffen uns zwei Seiten. Was ist das Schwierige? Come on, nimm die nächste Schraube raus. Da kam schon der nächste Schuss wieder. Das geht hier ab. Ja, wir haben es geschafft, aber es war dann doch auf der obersten Stufe war es härter, als wie ich dachte. Ich hatte erst so, okay, chillig, chillig, aber nein, das war es ganz und gar nicht. Auf zum nächsten, wenn einer eine Reise tut. Nee, das lassen wir uns mal, sparen wir uns mal auf. Ist nämlich recht riesig, soweit ich es in Erinnerung habe. Ducken und Springen machen wir dafür. Wir machen Ducken und Springen. Wir werden eh noch viel von diesen Level machen. Ich schätze mal alle. Ich hoffe es. Kommt darauf an, wie gut ich hier durchkomme und wie gut das funktioniert. Also Ducken und Springen. Ich brauche D und ich brauche Leertaste zum Springen. Und dann antäuschen. Oh my God. Das ist nicht leicht. Aber es geht. Es geht sehr gut sogar. Besser als ich erwartet hatte. Oh. Antäuschen? Ich sagte antäuschen. Okay, duck dich einfach mal hier. Da bist du safe, Freund. Warum gibt's das hier? Ich muss jetzt zum Bonuslevel auch noch. Den haben wir ja im Auge, nicht wahr? Oh ja. Yeah. Ob ich das überhaupt beim First Try schaffen werde? Ich glaube nicht. Okay, ich versuche mal hier rüber zu springen. Ob das geht, weiß ich nicht. Und es geht nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich von oben nach unten. Eieiei, das ist schwierig. Ich wurde nicht getroffen. Das erhöht meine Chancen, hier überhaupt lebend durchzukommen. Gut, ins Bonuslevel. Ich hatte gar nicht drauf geachtet. Ich bin einfach mal reingesprungen. Ich hatte nämlich Angst vor der, ja, vor dem gegnerischen Treffer. Beende diesen Symbol in weniger als 15 Sekunden, ohne Schaden zu nehmen. Das sieht unmöglich aus, aber du schaffst das schon. Da glaube ich nicht so ganz dran, diese Bonuslevel, die sind nämlich richtig hart. What? Ja gut, ich hätte ausweichen können, richtig. Ich dachte schon, ich hätte es geschafft auf First Try. Aber nein, der Simbot ist trotzdem ja als geschafft, gilt er jetzt. Jetzt muss ich schnell gucken, wo ist die Kapsel. Ihr seid doch des Wahnsinns, hey? Was ist das denn? Hallo? Eieiei, das war jetzt echt fies. Das war fies. Ich dachte, ich bekomme Leben zurück. Ich dachte, ich bin im Savepoint, wo ich wieder starte. Ne, weder noch. Bonuslevel geschafft und trotzdem Level nicht geschafft. Kann nur mir passieren. Okay, wir antäuschen. Jetzt ducken. Das ist so hart. Das ist einfach so hart. Vor allem, wenn man in die falsche Richtung sich bewegt. Das ist easy hier. In die Richtung ist alles okay. Aber sobald es andersrum geht... Junge! Junge! Gabel! Oh nein! Gabel! Gabel. Ernsthaft? Ja, das kann ich ja schon wieder aufhören eigentlich. Ja, komm. Er ist gerade gestorben. Genau in dem Moment war ich Game Over. Ja, ich komme zurück in den Titelscreen. Ich wollte eigentlich escapen und raus. Aber der hat mich genau in dem Moment erwischt. Ducken und springen. Jo. Leichter. Es steht zwar da, aber es ist recht schwierig. Ja, gut. Wenn wir das clever angehen und halt möglichst schnell einfach durchrennen und dann noch ein bisschen was ausweichen, dann sollten wir es trotzdem schaffen, selbst wenn wir hier ein paar Mal getroffen werden. So, hier sind wir in Sicherheit.
Nicht zurück. Ist egal, wenn man getroffen wird. Wir haben jetzt schon mehr Leben als wir die ganze Zeit davor. Und jetzt haben wir in etwa genauso viel wie eben. Nee. Hey, das ist aber auch fies, hey. Dass der obere mich ja trifft. Antäuschen? Not. Dieser Level ist echt hart. Haarig. Ein Level. Wollen wir erstmal einen anderen Level machen? Wir schieben ihn dann nochmal später nach. Machen wir das so. Wir lassen den erstmal offen. Das erste Mal übrigens, dass ich ein Level nicht auf Anhieb löse. Machen wir erstmal, wenn einer eine Reise tut. Ich denke, dann können wir uns ein bisschen beruhigen. Und dann das nochmal angehen. So. Das ist, wie gesagt, ein größeres Level. Wo man, wie der Name schon sagt, wenn jemand eine Reise tut, wollen sie damit andeuten. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung ich muss. Es ist auf jeden Fall so... Ja, ein Rätsel, ich glaube, das als letztes, wenn ich mich erinnere. Gehen wir mal nach oben. Oben ist wahrscheinlich auch immer ganz sinnvoll. Wer weiß. Okay, da kommen wir auf jeden Fall zu irgendwas hin. Und kommen auch weiter. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Da müssen wir recht spät. Dann ist vielleicht hier der Schraubenschlüssel. Boah, was für ein riesiges Level, nicht wahr? Boah, wie die Kanonenschuss da hinten von der Spitze abgehalten wird, ne? Okay, ich halte D schon mal gedrückt. Hab's mir fast schon gedacht. Aber bei der Ampel weiß man ja nicht genau, was schießt. Da, wo es eben blinkt, oder? Hier, wo es nicht blinkt, das ist fies. Jo, in der Mitte. Spring runter. Hä? Nach rechts, ah, okay. Egal, ducken ist weiter in der Tagesordnung. Hier können wir schon mal üben, zu ducken. Konnten wir im ganzen Spiel noch nicht. Runter da. Okay, wahrscheinlich ist es optisch ein bisschen seltsam geregelt. Nee, wie kommen wir da runter? Ich soll jetzt nicht daran scheitern, dass ich hier nicht runterkomme. Nee, ernsthaft, ich... Moment, hier? Yes! Ich hätte es nicht gedacht. Ey, wir haben schon viel verloren. Spring runter, bitte. Jung. Ja. Jetzt ist auch noch Ducksprung. Nee, darauf lasse ich mich nicht ein. Komm. Einfach mal so. Wir haben fast unser ganzes Leben verfolgt. Also das Level ist ja hart. Und runter. Und jetzt können wir weiter. Ja, das schaffen wir noch, aber ob wir den Rest schaffen, ey. Hoffentlich gibt es irgendwo Leben. Ja. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nach links, weil da brauchen wir auf jeden Fall ja hier als... Das ist ja richtig... Das ist verrückt. Und Augen auch noch, ja. Ihr habt gelitten. Ernsthaft, was ist das denn? Naja, die schützen mich, ja. Und eigentlich ignorieren mich die Augen ja auch. Greifen halt nur einmal kurz an. Auch das ist ja noch easy. Also relativ easy. Hat der mich gerade getroffen? Ja, ne? Okay, waren wir oben? Wahrscheinlich müssen wir jetzt hoch. Ich hoffe, das war die Schraube. Ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung. Boah, wenn mich der getroffen hätte. Das halt mal an. Ich kann es mir nicht angucken. Okay, dann mach jetzt. Nein, das ist der falsche gewesen. Aber ich habe kein Leben verloren, richtig? Jetzt gehen wir runter. Okay, da ist ein Presslufthammer. Wir werden es nicht beim ersten Mal schaffen. Na, die Level, die werden hart, ey. Einfach abhauen. Und hier ist die Schraube. Nein, was machst du? Juhu! Naja, ist okay. Wir brauchen den ja scheinbar gar nicht mehr. Ist okay. Lass halt den Sch-
Warum war eigentlich dieser Presslufthammer da unten? Der hatte gar keinen Bewandtnis, oder? Ich darf von jetzt wieder getroffen werden. Okay, ich zieh die Schraube schnell raus. Yes, 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 yes! Mit einem Zeitbonus, wir waren etwas besser als sie. Nee, waren wir gar nicht, wir waren viel langsamer als sie vorgab. Aber egal, ein Zeitbonus, trotzdem ein Geheimnis mit lohem Leben, ey. Okay, Freunde. Folgendes. Zwei Level in dieser Welt noch. Bewegt den Spikes Balls, der schwere und der Level, den wir schon mal angefangen haben. Ich würde sagen, den beenden wir jetzt hier. Eieiei. Ducken und springen. Wir haben es jetzt gerade trainieren können. Antäuschen können wir auch. Yes. Jedes Leben ist wichtig. Yes. Auch das perfekt geklappt. Antäuschen. Bis hierhin alles in Ordnung. Sogar super. Also besser geht's nicht. Fast nicht. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, auch hier ist noch nicht schlimm. Ey, das packen wir jetzt. Und wie wir das packen, ist ja geil. Ist ja richtig gut. Geh einfach weiter. Kümmere dich nicht um das Zeug. Yes! Ja, manchmal muss man etwas ruhen lassen und dann später nochmal beginnen. Dann schafft man es sofort. Richtig gut. Ja, ich dachte mir, okay, machen wir eine kleine Pause, lenken uns mit einer anderen Welt ab und da haben wir das Ducken auch nochmal trainiert. Okay, bewegt die Spikeballs, alles klar. Was wird hier im letzten Level der vierten Welt, das müsst ihr euch reinziehen, letzte Level von der vierten Welt verlangt, oh nein, das Level ist schwierig. Ich weiß auch gar nicht genau, wie es ging. Es geht natürlich um die Spikeballs. Wir sind nur in der Mitte und müssen praktisch die Spikeballs bewegen. Das heißt, ich muss auch erstmal rausfinden, was sie hier wollen. Okay, der ist jetzt da. Ist das gut? Jo, ist schon ganz nett. Das wird jetzt erstmal ein bisschen viel ausprobieren sein. Ich muss die Spikeballs... Ah, ich habe nur diesen einen Spikeball praktisch zur Hand. Den. Genau den da. Oh je, oh je. Nee, das ist ja mega kompliziert. Es ist kompliziert ohne Ende. Hey, hey, hey. Ich muss erstmal rausfinden, welche Barriere das ist, die Barriere, okay. Komm nochmal mit. Boah, es ist schon allein schwierig, den Spike dazu zu leiten, dass er mal mitkommt. Mach mal da bitte auf. Hier. Was machst du denn? Spikey. My best friend. Ach, hier musst du hin. Jetzt. Come on. Not your ernst. Come. Jetzt komm. Mach es. Do your thing. Okay. Ach, jetzt geht er wieder weg. Oh mein Gott. Okay, er steht schon mal da oben. Das ist ja schon mal etwas. Mach mal D, damit ich mich... Jetzt ist er wieder auf der anderen Seite. Das wird Nerven kosten, das Level. Ich merke das schon. Yes! Okay, was ist denn, wenn er jetzt hier in der Mitte steht? Da, wo ich natürlich in dem Moment nicht stehen kann. Aber jetzt... Okay! Er ist auch... Ach, das war ja easy. Erst so denken, ja okay, das wird mich fertig machen. Aber es sind halt eben nur diese vier Platten, die man drücken muss mit dem mittleren Spike, der sich frei bewegen kann. Es war doch nicht so schwer, wie ich anfangs dachte. Es war sogar recht leicht. Ich habe übrigens nicht alle Bonuslevel gefunden in dieser Welt. Hey. Okay, ich weiß nicht, wo die Bonuslevel sind. Ich hoffe, ihr könnt mir da in den Kommentaren weiterhelfen. Ich hoffe es. Ich würde mich sehr freuen und dann hoffe ich, dass wir diese Bonuslevel dann nachholen können für die 100%. Hey, die möchte ich jetzt schon. Ich hoffe, das klappt. Die Level werden schwerer und schwerer. Ich weiß es nicht, aber ich werde die 100% anstreben. Und die Bonuslevel brauche ich dafür. Also bitte, wenn ihr wisst, wo diese Bonuslevel sind, die ich übersehen habe, ab in die Kommentare. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Playman und ciao.